Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Collection Regard, es ist mir eine große Freude, Sie im Rahmen der Ausstellung Berlin und Nordost mit Bildern von Manfred Paul begrüßen zu dürfen. Zu dem Künstlergespräch zwischen Manfred Paul und Hubertus von Amenhausen. Dies ist der 7. fotografische Salon der Collection Regard, der sich der Entdeckung und Wiederentdeckung von Fotografen oder unbekannten Werkzyklen widmet. Diese Salons haben das Ziel, sich über Fotografie generell auszutauschen und sowohl Spezialisten, also Fotografen, Kuratoren, Professoren, Sammlungsleiter, Fotohistoriker, Restauratoren, sowie auch Sammler und generell Fotografieinteressierten, eine andere Art des Zusammentreffens zu bieten und dies in einer etwas informelleren Atmosphäre. Ich freue mich heute, eine solche Vielfalt an Gästen wieder zu finden und freue mich sehr über den Austausch. Ich wünsche uns alle ein sehr schönes Künstlergespräch. Also, wir werden gleich ein Gespräch führen. Ich sage jetzt mal guten Tag. Und der Dank liegt ganz bei mir. Und eine Freude und eine große Freude, mit Manfred Paul sprechen zu dürfen. Dessen Werk ich seit ungefähr 20 Jahren kenne. Ich habe es wie viele andere auch in den 90er Jahren erst entdeckt und verfolgt, wie ich es verfolgen konnte in den letzten Jahrzehnten, zwei Jahrzehnten, und bin einfach ein begeisterter, liebender Betrachter der Arbeiten von Manfred Paul. Wenn Sie die, für mich, damit will ich gerne beginnen, zwei Arbeiten herausnehmen aus dieser wirklich großartigen Ausstellung. Das eine ist der Stapel von Zeitungen, eine eigentlich, man würde heute sagen, konzeptuelle Arbeit. Danke, Mann. Unbestimmbar, welcher Zeit es zugehörig ist, aber eindeutig ist die Zeit dort verzeichnet in einem Stapel von Zeitungen. Und unschwer zu erkennen ist, dass da irgend so ein Titelei Neues Deutschland herauslugt. Da sehen Sie, dass das neue Deutschland ist gestartet. Die Zeitung, es gibt viele Künstler, Künstlerinnen, die im 20. Jahrhundert, vor allem in den 60er, 70er Jahren, mit Zeitung gearbeitet haben, weil dort eben die Zeit verzeichnet wird, aber nicht mehr lesbar ist. Manfred Paul hat diesen Stapel genommen, hat die Tagesgeschichten oder Tagesinformationen gestapelt und gäbe es eine Erinnerung. Als würde man sagen können, du hast mir das vorhin nochmal gesagt, Sie wissen, dass in der DDR auch man sehr vorsichtig war, was die Sammlung von Zeitungen anbetrifft, weil man nicht immer überprüfen lassen wollte, was denn an einem Tag versprochen wurde und am kommenden Tag nicht gehalten wurde. Insofern ist dieses verschlossene Paket an Zeitungen auch eine Allegorie von Erinnerung, was Erinnerung bedeuten kann. Es ist rein abstrakt. Und wenn Sie oben sehen, dieser ganze Stapel, jetzt ist das Bild schon wieder weg, wird gehalten durch eine Bürste. Da liegt eine Bürste drauf. Die Bürste, mit der Bürste normalerweise wischen wir weg, wir polieren auf, was wir nicht haben wollen, um es sauber zu haben. Hier liegt die Bürste, man sieht so ein bisschen wie in der Lenoir-Werbung, dass da etwas lastet auf diesen Zeitungen. Das ist eine grandiose Arbeit. Warum ist sie grandios? Weil sie aus dem Inhalt heraus eine Form schafft, die nicht anders hätte sein können. Und der Inhalt ist Zeit, Erinnerung, Wiederholung für mich. Wir sprechen da immer vor. Und dem gegenüberstellen würde ich die Arbeit, die Marc Barbe eben erwähnt hat, aus den vorbereitenden Studien, Notation sozusagen, für die Mauerarbeit. Und diese Polaroids, Sie haben sie gesehen, jetzt hier zusammengefasst zu jeweiligen Tableaus, verzeichnen das Abtragen der Mauer. Mit allen Umständen, die damit verbunden sind. Sie begreifen jedes Bild in der Zeit und in einem Moment, in diesem Fall, ich glaube, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass du das getan hast, korrigiere mich,
in dem mehr oder minder, bei mehreren Aufnahmen zumindest, der Zeitpunkt festgehalten wird. Weil es natürlich ein ungeheuerlicher ist, weil in dem Augenblick, in dem die Mauer abgetragen wird, in der Tat sichtbar eine neue Zeit beginnt. Was auch immer das für eine Zeit gewesen sein mag oder gewesen sein wird. Und in dieser Gegenüberstellung dieser beiden Arbeiten werden ebenfalls beide, diese Serie von 12 Tableaus und dieses Einzel, diese singuläre Arbeit, für mich zu tatsächlich Allegorien der gesamten Arbeit von Manfred Paul. Stapel, die ich nie gesehen hatte, den habe ich hier zum ersten Mal im Film von der Eröffnung, da sah ich dieses Bild und war sprachlos, weil allein die Existenz dieser einzelnen Arbeit von Schichtungen, von Zeitschichtungen, hat mich dein Werk tatsächlich auch anders sehen lassen. Ist es eine Ausnahme dieser Arbeit? Wie würdest du diese Arbeit in den Kontext deiner fotografischen, künstlerischen Arbeiten setzen? Naja, man muss das wahrscheinlich auch in dem Zusammenhang sehen, wo ich eigentlich herkomme. Damit meine ich jetzt nicht aus der DDR, sondern ich meine einfach, dass am Anfang eben so eine Ausbildung stand als Kameramann. Und das heißt, in der Zeit haben wir uns damit beschäftigt, Vorgänge darzustellen. Und zwar genau in dieser Ebene auch, dass ja aus der Dreidimensionalität, das in die Zweidimensionalität kam und diese Frage dann Zeitabläufe darzustellen. Und als diese Ausbildung dann beendet war, stand für mich diese Frage der Zeit trotzdem weiter im Mittelpunkt. Und ich hatte jetzt nicht mehr die Abläufe, die Möglichkeit der Abläufe, sondern diese Frage, wie ich das verdichten kann in einer Arbeit, also wie man Zeit in einer Arbeit. Und das war erstmal so eine völlige Irritation. Das heißt also, ich habe mich dann theoretisch bemüht, irgendwo Anregungen zu kriegen. Es war aber sehr schwierig. Der Zugang zur internationalen Fotografie war für mich persönlich selbst nicht so groß, sondern ich habe das versucht, dann über die Filme zu erleben. Also ich kann mich erinnern an so eine frühe Begegnung mit Fassbinder-Filmen, wo die Zeit, also Tarkowski hat mal gesagt, jeder Film hat seinen eigenen Rhythmus und seine eigene Zeit. Und bei Fassbinder haben wir gefunden, dass der auch Dinge dehnt, unendlich dehnt in der Zeit. Und dadurch aber wieder ein anderes Bild der Gegenwart, also das, was er abbildet, zeigt. Und Fotografie war für mich immer eine Möglichkeit, mir selbst Dinge zu erklären. Also das war immer mein Problem, dass ich, wenn ich im Theoretischen gearbeitet habe, ich habe mich in der Zeit sehr viel mit philosophischen Fragen beschäftigt und konnte die aber nie fassen irgendwie. Ich wollte das irgendwie sinnbildhaft haben, habe irgendwie Metaphern gesucht, metaphorische Gedankengänge gehabt, die in irgendeiner Weise zum Bild führten. Und das war alles ziemlich Plattitüd noch am Anfang so irgendwie. Irgendwie sah ich immer die Bilder und fand, dass die das nicht trugen. Und vielleicht dadurch, dass ich einfach mich dazu entschlossen habe, erstmal zu akzeptieren, dass die Lebenszeit ja was Endliches hat und dadurch der Moment auch was Endliches hat. Also der ist da und ist wieder weg. Und diese Foto, also Gleichnisse zu finden in Bildern, die eigentlich das anderen mitteilen können und mir selbst vor allen Dingen auch erstmal, das war die Schwierigkeit. Und dieser Ansatz von diesen Berliner Stadtbildern entstand eigentlich dadurch, dass ich aus einer Welt kam, wo für mich Zeit gemessen war an Jahreszeiten, also vom Land, also Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Dadurch habe ich das dort erlebt. Und als ich in die Stadt kam, war das auf einmal weg. Also dadurch wahrscheinlich auch diese Suche nach Gewachsenen, also diese Frage mit den Bäumen im Hinterhof, hatte was damit zu tun, dass ich Symbole gesucht habe für Veränderungen immer. Und das führte eigentlich dazu, dass so ein Zyklus entstanden ist.
Und parallel dazu, hatte ich ja vorhin gesagt, gab es Begegnungen mit den Menschen, die ich den Hinterhöfen getroffen habe und wodurch ich Zutritt hatte zu Wohnungen und dann zu diesen Stillleben. Ich wollte nie Stillleben machen irgendwie. Das hat sich einfach ergeben, dadurch, dass ich die gesehen habe und gemerkt habe, dass die auch sowas haben. Also dass das, was draußen war, also ohne die Menschen zu zeigen, was über die Menschen zu erzählen. Auch über die Vergänglichkeit zu erzählen. Und wolltest das übertragen, übersetzen? Ja. Also die Fotografie zu gebrauchen, als ein, das ist natürlich mein Lieblingsthema, als ein Medium der Übersetzung. Wie können wir unser Empfinden, das was wir sind, in die Fotografie hineinbringen? Oder ein anderes Medium? Kann auch die Malerei, die Musik sein, die Literatur. Und das ist natürlich für jeden die Frage. Und du wählst die Fotografie und sprichst dann von den Metaphern und Symbolen. Es hängt, Sie sehen ein Bild, das ist, genau, du sitzt dort drunter, da ist dieser Baum. Ja. Da ist kaum in dem hell dunkel wenig unterscheidbar wie die Bricks, die Ziegelsteine und die Blätter des Baumes sind, das ist ein unglaublich schönes Bild. Wo du mit Einebnung und Tiefe arbeitest. Mit Natur und Denaturiertem. Beides ist da. Aber du hast dann, und da kommen wir zurück auf die Eingangsfrage, auf den Stapel der Zeitung. In einem Moment offensichtlich diesen Sprung der Übersetzbarkeit gefunden. Du hast ihn ja. Du hast ja die Bilder, alle, die Sie hier sehen, ich würde jetzt mal die Porträts für mich im Augenblick außen vor lassen, aber die Stillleben, das, was Sie hier draußen sehen, was Sie hier hinter uns sehen, es ist eine klare Signatur. Das ist Manfred Paul, das ist kein anderer Künstler. Für mich eindeutig. Es ist kein, also man kann alles Mögliche anführen, aber es ist eine eindeutige Signatur. Und sie sind alle extrem dichte Arbeiten. Also sie sind ganz konzentrierte Arbeiten, so wie man sich überhaupt nur vorstellen kann, Licht, und sonst gäbe es diese Fotografie nicht, auszurichten. Also entweder zu, und die meisten der Fotografien, wenn Sie sich das anschauen, nochmal Porträts weg, die sehen, das ist ein sehr gestreutes Licht. Und es ist eine ganz behutsame Arbeit mit Kontrastierung. Und nochmal, dieses Bild ist eigentlich vorbildlich dafür, was hinter der Kopf hängt, wo die Kontrastierung so weit zurückgenommen ist, um diese Einebnung zu haben von Natur und Denaturiert. Das heißt, es sind für mich, in dem Augenblick sind es alles tatsächlich, deswegen liebe ich diese Arbeit so, auch du sprichst von Metaphern, ich würde von Allegorien sprechen, das ist völlig egal, von verdichteten Momenten, Lebensmomenten. Nicht dein Leben unbedingt, mag ja sein, dass es auch dein Leben ist, aber es ist ein Leben, das wir teilen oder dass wir im Begriff sind, jetzt, teilweise auch 20, 30 Jahre später, teilen zu können. Keine Frage. Wir müssen ja nicht mehr fragen, wir können mal so. Ich glaube, das Problem ist ja immer, dass wahrscheinlich für Leute, die sich visuell äußern, ist dieses eigene Sehen so weit zu kultivieren, dass man die Dinge erstmal wahrnimmt. Also, aber ich glaube, man muss sie vorher als Problem erstmal begreifen, dass sie als Problem stehen. Weil man sie begriffen hat als Problem, nimmt man wahrscheinlich Wirklichkeit auch anders wahr, also reflektiert sie auch anders. Und dann hat das, glaube ich, mit jedem, der das macht, zu tun, also mit der Person. Ich glaube, ich bin, wenn ich jetzt so, ich bin auch schon etwas reifer jetzt, dass man auch so langsam begreift, dass man einfach so eine Grundhaltung hat, die vielleicht so den Dingen gegenüber eine gewisse Demut hat. Also ich habe unheimlichen Respekt vor den Dingen und vor den Erscheinungen. Also ich benutze sie nicht, sondern ich lasse mich durch sie führen irgendwie, versuche irgendwie das zu erahnen.
Und da kommt, da ist irgendwann die Frage, dass man zu so einer Stilistik kommt, die sich einfach durch die, also die gedanklichen und ideelichen Zusammenhänge ergibt. Irgendwie. Man kann die nicht übernehmen. Also ich finde, das ist ja immer so, man findet ja immer oft andere Arbeiten von anderen Kollegen immer viel besser, weil man das nicht kann. Also ich habe dann ziemlich schnell begriffen, dass ich das nicht kann. Ich kann das nicht, kann das bewundern, finde das toll, was die machen. Es regt mich sehr an, aber ich kann das nicht so machen. Das heißt, ich muss eigentlich mit mir da in Dialog kommen. Also was ich zulasse oder was mein Inneres zulässt. Und das führt wahrscheinlich dazu, dass man ein bestimmtes Sehen entwickelt dann. Und wenn man diese Reihe dort hinten sieht, der Paulschen Stillleben, dann hat man in der Tat doch auch den Eindruck, und deswegen kommt das jetzt mit den Freunden, die du bewunderst oder so, doch wieder zurück, dass man mit diesen Bildern eine Tour durch das 20. Jahrhundert der Fotografie auch macht. Nicht bewusst. Du hast gewiss nicht bewusst die Tulpen fotografiert und dann an Kertész Mondrian-Studio gedacht. Glaube ich nicht. Es war einfach plötzlich da und es ist jetzt auch da. Und du hast bewusst nicht das Ei fotografiert und dann an Hans Finzler gedacht. Das ist, glaube ich, alles nicht, aber es ist alles da. Das heißt natürlich, wie die Fotografie immer Raum und Zeit zitiert, zitiert die Fotografie auch immer das, was schon in Raum und Zeit war. Und also insofern sind diese Bilder, die Stillleben davon informiert, in dem Sinne. Und es sind auch, so sehr es eine Hommage ist an die Menschen, denen du in den Hinterhöfen begegnet bist und in die Wohnung hineingekommen bist, um mit ihnen zu sprechen und dann eine Chance nahmst, etwas zu fotografieren, was ganz und gar nicht die Befindlichkeit dieser Menschen dort anbetraf, aber ganz und gar deine Befindlichkeit. So sehr ist es dennoch auf einer Metaebene, auf einer anderen Ebene, ein Blick in die Möglichkeiten und auch Schönheiten des Verfalls im Zuge des 20. Jahrhunderts. Wie wir es auch in anderen Fotografien kennen. Deine Arbeit ist eine Arbeit, die auf einem, für mich ohne Frage, auf einem Niveau weltweiter Fotografie und Kunst steht. Also es ist nicht jetzt hier Berlin, Deutschland bezogen, überhaupt nicht. Kannst du erwähnen, was du sozusagen vielleicht bewunderst oder nicht? Oder deine Referenz erweist, aber nicht deine Fotografie ist, oder nicht dein Denken ist, oder nicht dein Sehen ist. Ja, da gibt es sicherlich unheimlich viele Beispiele. In der Fotografie ist es so, dass ich glaube, viele Fotografen erst entdeckt habe, nachdem ich Zugang zu dem Werk hatte. Ein Schlüsselerlebnis war für mich, ich kann auch sagen, warum, zum Beispiel Volker Ivens. Ja. Und zwar aus dem Grund, weil ich die am Anfang seiner Entwicklung, diese Suche nach einer Form, die sehr stark geprägt war durch diese neue Sachlichkeit, die hat mich fasziniert. Und noch mehr fasziniert hat mich aber, dass im Laufe des Lebens der Inhalt in den Bildern immer einfacher wurde, also auf soziale Aspekte bezogener. Die Form aber blieb, aber erst wenn man so lange die Bilder angeguckt hat, hat man dann im Hintergrund gesehen, dass sie trotzdem ganz streng komponiert waren. Das war für mich, dass das möglich ist, ja, dass man auch eine sehr authentische Fotografie, wie man heute sagt, vielleicht Dokumentarfotografie oder wie immer man das auch benennt, dass man die machen kann und trotzdem diese Form, also in dieser Stilistik so konsequent durchhalten kann, dass dieser Dialog zwischen der Inhalt und dem Form eigentlich dann sehr prägend ist und die Sinnlichkeit eigentlich in der Wahrnehmung dann auch nicht erstmal über diese Form anspricht
und ich dann aber sofort diese Zusammenhänge begreife, die im Bild dargestellt sind. Und ein anderer war, fand ich bei Aceh, also den hätte ich gern früher kennengelernt. Also die Arbeiten von ihm, weil das hätte mir bestimmt, weiß ich nicht, aber ich glaube bei den Berlin-Bildern wäre nicht schlecht gewesen, wenn ich die gekannt hätte, die Arbeit, weil das ist schon irgendwie, das hat mich erstmal völlig still gemacht, als ich die gesehen habe. Und auch diese Art von Konsequenz in der Sicht, also in der, und da habe ich auch bei Volker Evens, dass der Betrachtungsstandpunkt so wichtig ist, ist mir auch klar geworden, was ich sehr intuitiv immer gemacht habe. Ja. Aber nochmal von anderen bestätigt zu kriegen, die international die Fotografiegeschichte bestimmt haben, dass das nicht so abwegig ist, wo man sich da befindet, dass man vielleicht auch ein bisschen Sicherheit dadurch kriegt, ist, glaube ich, auch so eine Frage, dass die Dinge eben sich dann doch durch die eigene Position, in dem man sich bewegt, da kommt wieder wahrscheinlich die Zeit dazu, indem man sich in dem Prozess eingliedert und die Betrachtung eben von unterschiedlichen Positionen sieht und dadurch merkt, dass Unterschiede Wesensmerkmale der Dinge darstellbar sind. Also wo ich dann einfach auch Proben gemacht habe und festgestellt habe, manches wird formell und manches ist aber, hat eine Selbstverständlichkeit. Und dort, wo man das Gefühl hat, dass es selbstverständlich so sein muss, da ist man eigentlich nah an der, was du sagst, an der eigenen Haltung sozusagen. Da findet man so eine Ruhe.